Kokett in kalter Battleboss, der dir in deine Fresse boxt, bis du wieder am Boden liegst und weinend in der Ecke hockst. Denn dein Image als verkackter bangender Macker ist noch unglaubwürdiger, als was dem Schlechter am Schlapp macht. Der kleine Stuffelschiffer ist so gerne ein Biker, doch der Eigentümer bricht ihm seinen Arsch auf die Beine. Bist auf Hilfe angewiesen, da ist leider keiner, der dich schiebt. Schlechter Rap im Rollstuhl, denn nicht einfach zweiter MGP. Mein Skill fährt mit Tandems in den Sonnenuntergang. Dagegen sieht Joe wirklich alt aus, weil er nicht schön halten kann. Und bei dem Wackeleffekt wusste man nicht so genau, wenn ich wieder zu blau oder als Farbe versaut. Joe hat Ähnlichkeit zu Shaggy, weil er seinen Text hinschrieb, als dann kriegt er seine Frau, weil Joe sie nicht befriedigt. Wie man sieht, stellt Joe nix alleine aufs Bein. Nur mit das ist geil, mein Shaggy seine eigene Arbeit. Old Joe, was für ein beschissener Name, denn als Uhrturm bist du nur der Big Mac für Arme. Doch Old Joe, passt zu dir, denn er klingt nach Hinterwäldler mit der Akne und der Attitüde eines Kinderschänders. Ist der Rentner immer schwächer und bleibt der hässliche Rapper. Er bekam nur dieses Battle, weil Shaggy auf Tinder matchte, denn er suchte viele Männer für sein Brückenzwinger-Treffen und dachte bei dir, dass er eine gleichgesinnte Leiche hätte. Seinem Erleichtern bin ich der, der dein Leben gleich beendet. Trotz fehlendem Freifahrtzettel sieht ein Rentner seinen Stecker. Leih mir deine Cap, doch sie wird mir leider auch nichts bringen. Schot die Ohren, doch es fehlt dann immer noch die Augenbinde. Du bist hässlich verstrahlt, hat besser Abstand von Karl, denn höchstens deine Hässlichkeit ist paranormal. Ein Newcomer braucht Zeit und werde so wie Filmpaare, bist du entspannt, doch du kommst nicht mehr ins Finale. Goku ist ein besserer und treffender Name, denn mein Gegner ist ein hässlicher und sprechender Affe. Doch deine Saiyajin-Kraft will bei dir nicht mehr starten, sie ist zwiegespalten, so wie deine schmierigen Haare. Und wenn man dich fragt, wie stark bist du denn gleich? It's over 9000! Nein, im Minusbereich, der Mond macht dich stark, schreibst du dann gute Texte. Werden wir nie erfahren, es ist kein Schwanz zu erkennen.